Ja, was für ein Eklat. TV-Legende Uschi Glas hat also das N-Wort im Westdeutschen Rundfunk verwendet, mitten während einer Sendung. Sie hat gesagt, in ihrer Kindheit wäre sie in Bayern eben der evangelische N-Punkt-Punkt-Punkt gewesen. Nun, die Fans sind bestürzt, es gibt auch kritische Reaktionen, machen sich Sorgen um den Ruf von Uschi Glas. Nur ganz im Ernst. Das N-Wort, und das wissen viele heute nicht mehr, war jahrzehntelang gang und gäbe. Uschi Glas ist 80 Jahre alt und sie ist damit ebenfalls groß geworden. Und es wurde ursprünglich auch überhaupt nicht abwertend verwendet. Das ist erst seit ca. 30 Jahren so und seit etwas mehr als 30 Jahren, seit eigentlich den späten 80er Jahren, sollte man es nicht mehr verwenden. Das ist auch richtig, wir wollen ja niemanden kränken, aber man könnte ein bisschen Verständnis haben für die TV-Ikone, die halt noch was den alten Gewohnheiten anhängt.